ist die Reihe an mir, ich muss sie rausholen, so direkt. Es war der bis dahin größte Fahndungserfolg. Die Anführer der RAF in Haft. Doch jetzt hatten sie eine neue Rolle gefunden. Ich war der Erste an seinem Krankenbett. Er war nicht jemand, der sozusagen durch sein Verhalten dokumentierte, dass seine politischen Ambitionen am Ende waren. Ganz und gar nicht. Die RAF war ja auch nicht tot danach. Die RAF lebte ja weiter in den Figuren, die im Knast saßen. Sie konnten zwar nicht unmittelbar mehr an der bewaffneten Politik teilnehmen, aber sie waren in keiner Weise zu unterschätzende Projektionsflächen für die, die draußen waren. Dabei war auch der wirkliche Kopf der Gruppe, Gudrun Enslin, eine Woche nach Baader festgenommen worden. In einer Hamburger Modeboutique hatte sie Pullover ausprobiert. Dabei war aufgefallen, dass in ihrer Jacke eine Pistole trug. Die Verkäuferin rief die Polizei. In einem Kassiba an Ulrike Meinhof schrieb Gudrun Enslin. Ging auch irre schnell, sonst wäre jetzt eine Verkäuferin tot, ich und vielleicht zwei Bullen. Das Kassiba wurde bei Ulrike Meinhof gefunden, als sie kurz darauf in Hannover festgenommen wurde. Eine Unbekannte hatte bei dem linken Lehrer Fritz Rodewald anfragen lassen, ob er zwei Leute unterbringen könnte. Der hatte zunächst zugesagt. Wir sind da zu dem Ergebnis gekommen, wenn es keine von der RAF sind, haben sie von der Polizei nicht zu befürchten. Wenn es welche von der RAF sind, haben wir für unser Leben ganz viel zu befürchten. Und daraufhin bin ich zur Polizei gegangen. Die Polizei konnte auf der Straße Gerhard Müller festnehmen. Im Haus stießen die Beamten auf eine Frau. Es war Ulrike Meinhof. Sie hatte keine Ähnlichkeit mit ihren Fotos auf den Fahndungsplakaten mehr. Die Wohnung des Lehrers war voll von Waffen, Sprengstoff und Munition. In einer Tasche fanden die Beamten eine Ausgabe des Stern mit dem Röntgenbild von Ulrike Meinhofs Gehirn. Man brachte sie ins Krankenhaus. Die Polizeibeamten, die zu dieser Röntgenaufnahme gefahren sind, erzählten, ja, wie Großwildjäger die eine Beute erlegt haben, wie sie die Frau behandelt haben, damit die ruhig auf diesem Röntgentisch liegt. Haben sie dann mit Freude und strahlenden Augen erzählt, drei von uns haben sich über sie geworfen und zwei haben ihren Kopf gehalten. Also die Frau hat sich schrecklich gewehrt dagegen, aber die Aufnahmen wurden gemacht und dann hat man eben gewusst, es ist Ulrike Meinhof. Ulrike Meinhof wurde in die Haftanstalt Köln-Ossendorf gebracht. Dort bezog sie im sogenannten Totentrakt die Zelle, in der zuvor Astrid Poll gesessen hatte. Das Grauenhafte an dieser Zelle war, dass das eben in einem Flügel war, der nicht belegt war. Das heißt, ich konnte nicht mehr am akustischen Leben teilnehmen. Ich hörte nichts mehr. Also es gab niemanden, es war niemand daneben, es war niemand drüben, es war niemand draußen. Einmal am Tag wurde Astrid Poll an Ulrike Meinhofs Zelle vorbeigeführt. Immer wenn ich den Gang lang bin, dann brüllte schon von langem, Ulrike, Ulrike, ich komme. Und sie trommelte an die Tür und die Gefängnisleitung und die mich begleitenden Beamten, die wollten das natürlich verhindern und kamen dann auf so wunderbare Ideen, dass sie dann den Staubsauger anstellten und alle Wasserhähne aufdrehten im Gang. Und also es war völlig absurd. 8 Monate lang saß Ulrike Meinhof komplett isoliert. Jetzt erlebte sie selbst, was sie früher nur beschrieben hatte. So kann sich in dieser Isolation nicht nur der terroristische Charakter von autoritärer Erziehung entfalten, auch sein herausfordernder, sein anspornender. Doch der Ansporn der Isolation erschöpfte sich in Verbalattacken gegen das Anstaltspersonal. Einmal schlug sie einer Wärterin eine Klobürste auf den Kopf. In einem Kassiba schrieb sie, das Gefühl, es explodiert einem der Kopf. Das Gefühl, die Schädeldecke müsste eigentlich zerreißen. Das Gefühl, die Zelle fährt. Rasende Aggressivität, für die es kein Ventil gibt. Klares Bewusstsein, dass man keine Überlebenschance hat. Verzweifelt rebellierte die ehemalige Starjournalistin. Hier zum ersten Mal Fotos von einer Gegenüberstellung. Dann wieder versank sie in Depression. Inzwischen organisierten Angehörige ihren Protest gegen die Haftbedingungen. Wir sind hierher gekommen, weil wir Zeugnis ablegen wollen
über die Isolationsfolter. Wenn man darüber nachdenkt, was an denen sich gemacht wird, muss man drüber nachdenken, in welchem Staat man lebt. Die Isolationsfolter soll sie dazu bringen, Aussagen zu machen. Da von den Gefangenen keine Aussagen erpresst werden können, beweist die Isolationsfolter nur mehr Vernichtungsinteresse. Im Januar 1973 ordnete Andreas Bader von Schwalmstadt aus den ersten Hungerstreik an. Ich habe gesagt, dass einer, der in Hungerstreik ist, zwar die Waffe gegen sich selbst richtet und damit versucht, seinen Gegner zu bedrohen, aber er muss gleichwohl überleben. Ich habe sowohl Bader als auch Meinhof gebratene Hähnchen in völlig offenen Tüten, die ich mit meiner Aktentasche bei mir trug, in den Knast gebracht. Bader hat das Hähnchen gegessen. Die RAF-Gefangenen verlangten die Zusammenführung zu großen Gruppen. Zunächst wurden im April 1974 Ulrike Meinhof und Gudrun Enslin in den eigens hergerichteten Hochsicherheitstrakt nach Stuttgart-Stammheim geflogen. Hier bisher unbekannte Aufnahmen einer Polizeispezialeinheit. Dort im siebten Stock durften die beiden Frauen gemeinsam auf der Dachterrasse ihren Hofgang machen und sich während des Tages für jeweils 4 Stunden gemeinsam in einer Zelle einschließen lassen. Von Isolation konnte jetzt in Stammheim nicht mehr die Rede sein. Doch der Kampf gegen die angebliche Isolationsfolter sollte erst richtig losgehen. Mir gegenüber waren die beiden Gefangenen wie zwei beleidigte Frauen. Sie schauten durch einen hindurch und sprachen nicht mit einem. Sie sprachen nur mit mir, wenn sie etwas wollten, aber nur das Nötigste. Für den Prozess gegen den harten Kern der RAF war in Stammheim neben der modernsten Strafanstalt Europas ein neues Prozessgebäude errichtet worden, die sogenannte Mehrzweckhalle. Stammheim wurde so etwas wie die Hauptstadt der RAF. Ein monumentales Denkmal aus Stahl und Beton, abgesichert wie ein Bunker und dennoch löchrig wie ein Schweizer Käse. Für die Kommunikation zwischen den Gruppenmitgliedern drinnen und draußen sorgten vor allem Anwälte. Einige wurden vom Prozess ausgeschlossen, weil sie mutmaßlich Kassiba der Gefangenen geschmuggelt hatten. Die Schlüsselposition im Infosystem besetzte Klaus Croissant. Rechtsanwalt Croissant, ich hätte gerne den Haupteingang benutzt für die Verteidiger. Ich möchte einen Sitzungssaal. Ich bin Verteidiger von Jan Karl Raspe und zwar nicht ausgeschlossen. Ich habe das Recht, hier reinzugehen. Nicht rein, es ist abgelehnt. Gut. Von wem? Darf ich noch fragen? Sie können nicht sagen, von wem das abgelehnt ist? Spezialist für das Kommunikationssystem der Gefangenen wurde der BKA-Beamte Alfred Klaus. Anleitungen und Anweisungen gingen auch von den Zellen nach draußen. Der Anwaltsgehilfe und spätere Terrorist Hans-Joachim Klein. Über die Handakten gingen die ganzen Kassiber rein. Zum Beispiel der Böse wusste, dass ich im Anwaltsbüro in Stuttgart war. Da hat der Böse mir Kassiber mitgegeben, verschlossen natürlich. Ne? Und die habe ich dem Großraum gegeben und anschließend sind wir nach Stammheim gefahren. Da ging ich nach Stammheim. Ne? Und die Antwort kam natürlich am selben Tag wieder zurück. Ne? Und die habe ich dann nach Frankfurt gefahren. Das ganze Informationssystem der RAF, also die im Gefängnis waren, ne, das ging über die Anwälte. Alles das, was nötig war, um den Kampf fortzusetzen und sich zu schulen, zu unterrichten. Das wurde zusammengeschrieben und dann an die Infozentrale gegeben und so. Und dort haben sich die Leute im Untergrund dann abgeholt. Gudrun Enslin, hier bei einer Gegenüberstellung, war so etwas wie die Chefin der gruppeninternen Kommunikation. Sie entschied, wer von den Gefangenen welche Informationen bekam. Auch die Decknamen für die Gruppenmitglieder legte Gudrun Enslin fest. Sie entnahm sie dem Roman Moby Dick. Der Kampf des Walfangschiffes Pequod und seines fanatischen Kapitäns Ahab gegen den Weißen Wal wurde so zur Parabel auf den Kampf der RAF gegen den Leviathan, den Staat. Bei Bader lieferte sie die Erklärung mit. So bekam Andreas Bader den Namen Ahab, den Kapitän dieses Walfangschiffes Pequod. Und das hat mich außerordentlich beeindruckt, dass sie dann eine Charakterisierung des Kapitäns Ahab zitiert. Zum Beispiel, vielleicht kriege ich das hin, uns sollte,
im tiefsten Grund seiner Seele etwas Krankhaftes, sein eigensinnig, grillenhaftes Wesen treiben, so tut das seinem dramatischen Charakter nicht den geringsten Eintrag. Und so wie Kapitän Ahab mit seinem Walfangschiff gescheitert ist, ist der selbsternannte Revolutionär Andreas Bader auch gescheitert und mit seiner Gruppe untergegangen am Ende. Als Gruppe isoliert von der Welt, wie die Besatzung eines Totenschiffes, führten die RAF-Kader im Hochsicherheitstrakt von Stammheim ein geradezu mystisches Eigenleben. Wir konnten nur zuschauen, was die da machten. Die saßen zusammen, die schrieben irgendetwas, das gaben sie ihren Anwälten, das ging raus und wir konnten nichts dagegen tun. In der Haftanstalt Wittlich saß Holger Mainz. Er führte die Hungerstreiks gegen die Isolationsfolter besonders erbarmungslos mit sich selbst durch. In einem Brief an einen Mitgefangenen schrieb Mainz, hier bei einer Gegenüberstellung, entweder Schwein oder Mensch, entweder Überleben um jeden Preis oder Kampf bis zum Tod. Durch die Hungerstreiks war seine Gesundheit schwer angeschlagen. In einer Erklärung schrieb er, ich bin ab heute in einen Hungerstreik getreten. Die Justizbehörden ordneten Zwangsernährung an. Eine grausame Tortur, wie jeder der Beteiligten wusste. Die Sonde wird in die Nase eingeführt und selbst wenn sie einen fixieren und fesseln, also absolut ruhig stellen werden sie nie und ganz können sie nie unterbinden, dass es ruckartige Bewegungen gibt und das kann natürlich zu Verletzungen führen. Ich habe das mal mitbekommen, wie das zuging, wenn jemand gegen seinen Willen mit Nahrung versorgt wird. Das ist wie das Stopfen einer Gans. Im Grunde können sie gegen ernsthaften Widerstand eine Zwangsernährung kaum durchführen oder aber unter Inkaufnahme schwerster Verletzungen. Holger Mainz wog bei 183 Zentimetern Größe noch knapp 40 Kilo. In Wittlich habe ich es mit Orangen versucht, weil die feste Nahrung, wenn Sie so wollen, verweigert wurde, weil ich dachte, wenigstens Skorbut abwenden und Vitamine reinbringen. Aber auch das hat nur wenige Male funktioniert und dann nicht mehr. Und dann musste ich gehen. Einer aus der Gruppe sollte den Hungerstreik bis zur letzten Konsequenz treiben. Holger Mainz. Dieser Kassiber ist geschrieben worden, 2 Tage vor seinem Tod. Da schreibt Gudrun Enslin ihm Jimmy. War da der Deckname von ihm. J.I. Jimmy, runter. Runter mit dem Gewicht. Ticken, dass es Geschichte ist. Das Ziel. Du bestimmst, wann du stirbst. Freiheit oder Tod. Und er hat den Tod vorgezogen. Nicht andere nur, auch uns töten wir, wenn es Not tut, hieß es in Kassibern, angelehnt an Bertolt Brechts Lehrstück Die Maßnahme. Wenn er wirklich die Absicht hatte, als das Opfer zu sein im Interesse des Erfolges der RAF, dann können Sie das eigentlich fast nicht verhindern. Ein Märtyrer der RAF. Es stirbt ein jeder, hatte er geschrieben, kämpfend gegen die Schweine, den Tod verachtend. Das ist für mich, dem Volke dienen, RAF. Bei mir hat es natürlich vor allen Dingen befördert, dass mein Hass oder meine Entschlossenheit, beides, größer wurden. Ich meine, diese Bilder haben, glaube ich, niemanden kalt gelassen. Eigentlich hätte man das für ein KZ-Bild gehalten, eher als für etwas, was jetzt aus dem deutschen Gefängnis kommt. Tod in der Haft galt für die RAF immer als Mord, ganz gleich, ob durch Hungerstreik oder Selbstmord herbeigeführt. Die Toten mobilisierten die nächste Generation der RAF. Karl-Heinz Delvo und noch ein paar andere, die traten damals auf als Komitee gegen Folter und da habe ich mich konsequenterweise dann angeschlossen. Das war letztlich der Anfang von der Nähe zur RAF. Und das Morden ging weiter. Einen Tag nach Holger Mainz' Tod klingelte es an der Wohnungstür von Berlins oberstem Richter. Dann fielen 3 Schüsse. Kammergerichtspräsident Günther von Drenkmann war tot. Die Täter kamen von der Bewegung 2. Juni. Der Mann wurde eben erschossen.
anstatt ihn zu kidnappen. Insoweit war das auch als Druckmittel dann weg. Aber es war eben der höchste Richter Berlins,